Jo, Raketen und liebe alle anderen. Vor ein paar Wochen war ja die liebe Eva Imhoff bei mir zu Gast und wir haben gemeinsam ein Video zu unseren schönsten, peinlichsten, emotionalsten TV-Momenten gedreht. Jetzt ist das Video allerdings so lang geworden, dass ich für euch jetzt noch einen zweiten Teil geschnitten habe. Hier geht's also weiter mit dem Eva-Nela-Talk. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Los geht's. Ich hatte ein ganz blödes Erlebnis bei einem Casting mal. Oh. Also ich hatte schon als Kind immer große Prüfungsangst und immer extremes Lampenfieber. Und dann war das ein Casting für, ich glaube, so eine Kultursendung. Also wirklich was auch Cooles, so in Europa oder so, ne? Also sowas. Ja, toll. Ja, es ist schon auch ein paar Jahre her. Und ich war so aufgeregt, dass es auch, es fing schon genau in der Maske an. Ja, das ist immer so schwer, glaube ich, zu erklären. Wenn man, ne, man muss sich ja irgendwie wohlfühlen. Ja. Aber es sah schon auch nicht so aus, wie ich mich halt wohlfühle. Aber ich habe mich auch, damals habe ich mich nicht getraut zu sagen, ja, ich habe gedacht, ach, ich bin hier zum Casting, da muss ich einen guten Eindruck machen, da muss alles klappen. Und so, und dann stand ich echt in diesem Studio und hatte einen Blackout. Und ja, man sollte es halt so von Karten, ne, du hast so Moderationskarten bekommen, aber sollst natürlich irgendwie frei sprechen und ohne Teleprompter oder so. Und ich stand da und ich habe nur gestammelt. Das war wirklich ein ganz, ganz dunkler Moment in meinem Leben. Weil ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, wenn man da steht und es ist so eine Crew drumherum und man hat eh das Gefühl, man ist so uncool. Und alle anderen gucken schon so, ne, so die Kameraleute, die da schon seit 20 Jahren arbeiten, so, das ist mal die kleine Blonde, wer hat die denn da ausgesucht? Ja, ja, das ist dann die Schwierigkeit in dem Moment, dass man selbst irgendwie so die eigene Coolness bewahrt in so einem Moment. Ne? Aber das, ich kann mir das richtig vorstellen, dass es das echt schwierig ist. Und das hat mich einfach so übermannt. Und da war ich ja wirklich, da war ich ungefähr auch, was weiß ich, Anfang 20, war einfach auch total überfordert mit allem. Und dann stand ich da und dieser Moment, es war auch wie, im Nachhinein ist es ja auch wie Comedy, ich kann jetzt drüber lachen, aber es war so schlimm und danach habe ich so geweint. Ich weiß noch, ich bin rausgegangen und es war auch in Berlin und ich bin auf die Straße gegangen und es ist aus mir herausgebrochen. Die haben sich dann auch nie mehr gemeldet. Ach, scheiße. Ach Mann, oh. Mein Tough Casting war ja auch sehr lustig. Da war ja Aminati an dem Tag auch da. Sie haben das Casting wirklich so gemacht, dass man das dann mit Daniel zusammen gemacht hat. Und ich weiß nicht, wie viele 30 Mädels oder so, die da gecastet wurden. Ja. Und habt ihr dann so zusammengesessen vorher alle? Nee, gar nicht. Wir haben uns in der Maske, haben wir immer nur so ein paar gesehen. Und dann so die anderen Mädels alle kamen mit Koffern an und 1000 Outfits und also echt so riesen Brimborium. Und dachte ich mir so, okay, Nela, du machst irgendwas falsch. Ich bin in meiner Jeans, in meiner Nike-Jacke, bin ich da einfach hin mit meiner kleinen Tasche. Ich bin morgens aus Berlin hingeflogen, habe halt nichts mitgenommen. Und dachte nur so, scheiße. Aber das war cool. Ja, aber die denken, du nimmst das nicht ernst hier, so, weißt du? Und dann dachte ich, okay, den Job kriegst du eh nicht. Weil dann denkst du ja sowieso, alle anderen kriegen den Job. So, alle anderen sind cooler, alle anderen sind besser vorbereitet, wie auch immer. Und dann war ich aber drin und Daniel war echt, der war richtig cool. Und es hat richtig viel Spaß gemacht, mit ihm zu moderieren. Und dann habe ich ihm meinen Lieblingskurzwitz erzählt und ich glaube, deshalb habe ich den Job bekommen. Ah, weil bestimmt Daniel gesagt hat, ey, die ist cool, die nehmen wir. Ich habe ihm nämlich erzählt, mein Lieblingskurzwitz geht so: Bück dich, Fee. Wunsch ist Wunsch. Oh, merkt euch diesen Kurzwitz. Vielleicht bringt er ja nochmal was. Mich würde mal interessieren, wenn man so einen Anruf bekommt, ne, wie du hast das. Oder war, wie war die Situation denn, als sie dir gesagt haben, ja, du hast den Job? Oder war das direkt vor Ort? Nee, also es gibt genau zwei Situationen innerhalb meiner Fernsehkarriere, an die ich mich wirklich krass erinnere, weil das für mich ein krasser Moment war. Das eine war damals der Anruf von Viva. Als mich die Casting-Chefin angerufen hat, Gänsehaut. Ich weiß noch, es war Ostern. Ich war bei meinem damaligen Freund im Haus und das Telefon klingelte und sie war dran und das war, boah, ich kriege schon noch Gänsehaut, weil sie ich auch gesagt hat. Also sie gesagt hat so, ey, du hast es geschafft. Oh, so, wir wollen das ist so schön. So, das war echt so, was, wie krass, so. Ja. Und der zweite Moment war, da war ich bei Christian in Saudi-Arabien gerade, als das Telefon klingelte und mein Management angerufen hat und gesagt hat, Nela, die wollte dich. Oh, ich krieg so Gänsehaut. Das ist so extrem. Was? Das ist krass. Oh, ja. Wie toll. Ja. Leute, die Speicherkarte war voll. So, jetzt Speicherkarte wieder leer. Jetzt machen wir hier weiter. NBC, wolltest du sagen? Ja, ich wollte auch so einen tollen Anruf kriegen wie du. Und dann so, yeah. Aber die haben sich nicht gemeldet.
Aber dann war es irgendwie so, also bei meinem ersten Casting hier bei NBC Giga, da war es in der Tat auch so, kam ich 3,5 Stunden zu spät. Was? Ja. Oh Gott. Ich war auch sehr jung und habe irgendwie den Weg nach Hannover vom Odenwald, wo ich damals wohnte, etwas unterschätzt, ja. Aber das Kuriose, so wie du auch sagst, ne, mir war das irgendwie auch egal, ne, weil ich dachte so, boah, ja, ob ich das jetzt mache oder nicht, das ist auch irgendwie egal, weil ich musste ja eh parallel studieren und so. Und da war ich mir gar nicht sicher, ob das dann nicht zu viel wird, bla bla bla. Auf jeden Fall glaube ich, es ist eigentlich gut, wenn man mit so einer Haltung dran geht, dass es eigentlich egal ist, weil dadurch ist man dann auch nicht so aufgeregt. Ja. Das so. Und dann wollten sie mir ja also zusagen, ja, haben aber irgendwie das so schlagen lassen und dann musste ich da anrufen. Eine Freundin hat die schon da gearbeitet, hat mir aber schon gesagt, dass das klappt, ne? Und ich dachte dann, wieso ruft mich keiner an? Dann hat die mir das quasi so nebenbei gesagt und das fand ich irgendwie so schade. Oh, hallo. Ja, also auf so ein durchschlagenden Anruf warte ich noch. So, ihr Produktionsfirmen und Fernsehsender da draußen. Guck mal hier mit uns, wir sind doch auch so ein schönes Duo. Ich weiß, wir könnten auch zusammen irgendwas moderieren beim Fernsehen, oder? Also ich meine, gut, ich bin jetzt hier total krank und ein bisschen durch den Wind, aber ich glaube, wenn ich jetzt... Guck mal, Eva hat übrigens ein schönes Fernseh-Make-up. Findet ihr nicht auch? Das ist der Unterschied. Das ist das natürliche Make-up und das ist das Fernseh-Make-up. Das sieht immer gleich viel schöner aus, finde ich. Ganz viele haben ja auch geschrieben, so von wegen, nee, Frühstücksfernsehen würde total gut zu dir passen. Aber ich frage mich immer, wie macht ihr das? Wie macht ihr dieses frühe Aufstehen? Das wäre, glaube ich, wirklich mein persönlicher Horror. Also ich fände es auch gut, wenn wir unsere Sendezeit einfach so auf Brunch verlegen. Ja, das ist doch dann auch noch Frühstücksfernsehen, oder? So ja. 10 bis 12 oder so. Also ich muss sagen, ich liebe diesen Job und es macht mir echt viel Spaß, aber das Aufstehen, da irgendwie gewöhnt man sich auch nicht dran. Ne? Arbeitsbeginn nachts um 3 und ich mache alles so ferngesteuert. Aber, ne, und es ist ja auch Jammern auf hohem Niveau, ne, weil das ist nicht jeden Tag. Und, also okay, du machst das eine Woche im Monat. So, ja, genau, eine Woche im Monat oder auch mal jede zweite oder ja, okay. Eigentlich das ist das höchste der Gefühle, eher so jede dritte oder einmal im Monat und das ist okay. Ja, und da kann man das auch gut machen. Aber es gibt ja auch durchaus Redakteure, die immer so arbeiten und auch nachts um 1 und so. Ich glaube, ich könnte das tatsächlich nicht, weil das so gegen den Biorhythmus geht. Mhm. Und die haben aber ihr ganzes Leben und auch ihre Freunde dann eben so danach ausgerichtet. Mhm. Also die arbeiten dann halt auch alle da. Es ist, ne, bleibt ja nicht aus. Aber grundsätzlich ja, wäre ich auch eher so, ne, hier so Brunch-TV. Was sagt ihr denn dazu? Welchem Senderchef schicken wir diese? Das könnt ihr ja mal weiterleiten. Genau. Wir schicken mal so Grüße ans Universum oder wie das immer funktioniert. Oh, machst du das auch? Ja, also, ja, ich habe dieses Büchlein und meine Schwiegermama ist da ganz vorne mit dabei. Ja. Und tatsächlich, ich finde, dass es oft funktioniert. Ja. Aber ich glaube überhaupt, wenn man so positiv ist oder positiv denkt und so, glaube ich per se, dass dir mehr gute Sachen passieren, weil du ja auch dadurch eine nettere Ausstrahlung hast. Ja, ich glaube auch. Und ich glaube, es ist wirklich so dieser innere Fokus, den man auch immer braucht, um solche Sachen zu bekommen. Ich habe, glaube ich, so auch meinen Viva-Job damals bekommen. Ja, ich habe mir das beim Universum gewünscht und Leute, ich habe mir das richtig, richtig, richtig gewünscht. Wie so, denn? Jeden Tag? Also hast du da immer wieder dran gedacht? Ja, das war wirklich so, jeden Tag habe ich mir immer gesagt so, Mann, warum hat, ich war ja 2000, war ich von meinem ersten Viva-Casting, oh, das ging ja komplett in die Hose. Ach cool. So, aber ich habe mich da dann immer gefragt, wieso hat das damals nicht geklappt? Du wolltest es so sehr, wieso hat das nicht geklappt? So, und dann habe ich mir das gewünscht und vielleicht bin ich dadurch auch 2004 total entspannt in dieses Casting gegangen. Ich dachte, hey, kann eh nichts passieren. Aber guck mal, da erinnere ich mich jetzt gerade gar nicht dran. Das heißt, du warst tatsächlich zweimal da. Es war deine zweite Chance. Es war meine zweite Chance 2004. 2000 hat Janine Reinhardt. Ach, witzig. Ja. Mit der habe ich am Wochenende gerade gearbeitet. Na, guck an. Das ist ja lustig. Ja. Das ist ja, guck mal, so klein ist die Welt. Man sieht sich immer und überall wieder. Es ist wirklich so, die Fernsehwelt ist verdammt klein. Ach so, und haben die dann 2004, das war ja wohl klar, dass du da schon mal warst. Oder nee, das war dann, da war ich beim Streetcasting. Streetcasting ist ja eine ganz fiese Nummer. Da stehen ganz viele Leute. Ich war damals in Leipzig, glaube ich, weil das zu Bamberg irgendwie ganz nah war. Und ich mir dachte, in Leipzig sind vielleicht weniger Leute als in München. Also München, wo irgendwie doch irgendwie viele zum Fernsehen wollen vielleicht. Dachte ich damals eben so, weiß ich nicht, ob es ist. Und und dann standen da aber 100 Leute auf diesem Platz und ich dachte mir so, oh, warum machst du so eine Scheiße? So, und dann laufen die Caster durch diese 100 Menschen oder 80 oder wie viele das waren. Und machen, okay, du darfst, du darfst, du darfst. Und ich dachte mir, das ist scheiße, das bist du bis hierher gefahren, bis nach Leipzig. Und wenn dieser Caster, der kein Wort mit dir spricht, es ist das reine Aussehen, das ist nur eine Typsache. So, und dann sagt, okay, du nicht, du ja. Ich meine, das ist ja echt scheiße. Und das hatte ich mir nicht so scheiße vorgestellt. Und dann waren die schon durch
Und dann ist aber eine Kassierin ist noch einmal so durchgelaufen und dann meinte sie, du auch noch. Ganz zum Schluss, ich glaube, ich war die zweitletzte oder so, die sie ausgesucht haben. Ich krieg schon wieder Gänsehaut. Kriegt ihr nicht auch Gänsehaut? Das ist eine schöne Geschichte. Jetzt zum Beispiel, viele fragen ja auch, warum ich jetzt nicht beim Fernsehen mache. Mein Kopf ist leer. Ich habe nichts probiert. Ich müsste, glaube ich, irgendwie wieder, ich müsste so einen richtigen krassen Wunsch haben, um beim Fernsehen arbeiten zu wollen, damit ich doch wieder eine Sendung bekomme. Aber wobei man ja, ich weiß es nicht. Man muss ja auch sagen, es hat sich ja beim Fernsehen auch sehr vieles verändert. Vieles hat sich auch ins Internet verlagert. Ich glaube, die Nutzungsgewohnheiten haben sich auch verändert. Die Leute wollen ja auch viel mehr dann gucken, wenn sie es wollen, nicht wenn es einem das Fernsehen vorschreibt. Ja. Ja, also ich glaube schon, ja, und ganz abgesehen davon bist du ja sehr erfolgreich unterwegs. Ja, das ist halt, ne, du bist halt schon so zukunftsorientiert. Ich mache halt immer das, was mir Spaß macht. Oh, jetzt kriege ich Gänsehaut. Ja, guck, das ist ein Video voller Gänsehaut. Ich mache einfach immer das, was Spaß macht. Und ich glaube, das ist das Wichtigste so, dass man das eben macht. Und ganz abgesehen davon, dass sie auch noch einen kleinen Schnupsi zu Hause rumrennen. Ja, das stimmt wohl. Also, das war ganz süß, die Eva hat ihm gerade was mitgebracht, aber da hatte so ein bisschen, dachte erstmal so, wer ist die Tante? Ja, ich fand das ganz beruhigend, weil es bei uns zu Hause auch immer so ist, ja. Und immer wenn jemand zu Besuch kommt, dann sind ja unsere Zwillinge, und die sind ja schon 5, erstmal so. Und man denkt immer, könnt ihr mal Hallo sagen? Genau. Ja, aber ne, ich meine, die müssen sich halt alle erstmal so dran gewöhnen, ist ja auch. Das stimmt wohl, ja.